Heute bekommen wir eine Botschaft von den Engeln. Und was die Engel uns für den heutigen Samstag zu erzählen haben, das erfährst du nach dem Intro. Bis gleich. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Barbara Masur. Ich bin spirituelle Lebensberaterin, geistig-energetische Heilerin, Tierkommunikatorin und mehr. Ich heiße dich herzlich willkommen am heutigen Samstag, 12. März 2022. Die Engel sind zugegen und haben eine wunderschöne Botschaft für uns. Ich bin sehr gespannt auf ihre frohe Botschaft. So sagt immer ein Mitglied in meiner Telegram-Gruppe. Und wenn du auch in meine Telegram-Gruppe kommen möchtest und dort Botschaften der Engel, der Feen und mehr erfahren möchtest, dann bist du herzlich eingeladen. Unten im Video, im Beschreibungstext, findest du alle Informationen. Und jetzt haben die Engel auch schon eine Botschaft für uns. Verspieltheit. Oh, sehr schön. Ich zeige euch mal die Karte. Das ist übrigens auch ein Kartenset von Doreen Virtue. Das Heilorakel der Engel. Ja, Kinderengel sind das. Sehr schön. Und sie spielen und das ist ganz wichtig. Also die Engel legen uns nahe, wieder in unsere Verspieltheit zu kommen. Wieder in die Freude, in die Leichtigkeit unseres Sein und auch in die Verspieltheit von Kindern. Genau, das hat uns auch die Fee Lucinda vor ein paar Tagen erzählt. Vorgestern war es in meiner Telegram-Gruppe im Übrigen, da gab es die Botschaft. Auch sie hat gesagt, wir sollen wieder mehr lachen, mehr tanzen und in die Freude kommen, das Leben leicht nehmen. Denn so ist es auch. Wir können unsere Gedanken entsprechend ausrichten. Und wenn wir in die Verspieltheit gehen, in die Freude und in die Leichtigkeit, dann ist das Leben auch Freude und Leichtigkeit. Und das ist so wunderbar. Denn ja, unsere Gedanken sind es, die unser Leben prägen und unser Leben zu dem machen, was es ist. Alles hat zwei Seiten. Die Medaille hat zwei Seiten, heißt es doch. Erzengel Raphael möchte uns auch noch eine Botschaft geben heute. Und ich bin sehr gespannt. Da kommt schon seine Antwort, seine Botschaft. Übergib uns deine Sorgen. Ja, das passt doch wunderbar zu dem. Lieber Gott, die Schöpferkraft ist damit gemeint und die Urquelle. Und Erzengel Raphael, ich bin bereit, euch jegliche Ängste zu übergeben. Bitte erlaubt mir, total loszulassen, damit ihr mich in dieser Situation bedingungslos führen könnt. Sehr schön. Ich zeige euch einmal, auch diese Karte ist auch ein Kartenset von Doreen Virtue. Das Raphael, ich guck mal, das Erzengel Raphael Orakel. Genau. Eine sehr schöne Botschaft und ein wunderschöner großer Engel. Ihr habt ihn gesehen, ne? Mit richtig großen Flügeln. Ja, die Sorgen abgeben, das passt sehr gut zu der Verspieltheit-Karte. Denn wenn wir in der Freude, in der Leichtigkeit, in der Verspieltheit sind, dann können wir nicht in Sorge sein. Beides funktioniert nicht. Und von daher wunderschön. Richtig klasse. Die Engel sind immer für uns da. Und sie kümmern sich so gerne um unsere Angelegenheiten. Sie helfen uns.
wo immer sie können und wann immer sie können. Und wann immer wir es möchten, vor allen Dingen. Sie können es zu jeder Tag- und Nachtzeit. Die Engel schlafen nie. Und sie können auch überall zeitgleich sein, weil es weder Raum noch Zeit existiert. Halt nur bei uns. Zeit ist grundsätzlich eine Illusion. Und die Schöpferkraft hat niemals einen Tag erschaffen in 24 Stunden aufgeteilt. Das haben wir Menschen gemacht. Ja, wunderbar. Ich freue mich richtig. Es wird bestimmt ein wunderschönes Wochenende. In der Freude und der Leichtigkeit. Sorgenfrei. Und das wünsche ich dir. Dass du all deine Sorgen, deine Nöte den Engeln übergeben kannst und in die Verspieltheit kommen kannst. In die Freude, in dem Augenblick zu leben wie die Kinder. In diesem Sinne, hab einen wunderschönen, gesegneten Samstag in der Liebe und dem Licht der Urquelle. Bis zum nächsten Video, deine Barbara Masur. Tschüss!